meine lieben Freunde, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Minigames mit dabei die Trissi LP. Hallo. Hallo. Und jetzt mache ich erstmal F5 aus und wir spielen diesmal Tracken Escape. Genau. So, Trissi hat gesagt, sie ist nicht gut darin. Und es geht schon los. Oh Gott, ich habe den Start verpasst. Boah, ich finde am Anfang das immer voll schwul, dass man nicht sieht, wohin man rennt. Ja. Doch dann geht's, weil dann schon die ersten sterben. Ja, weil sie schlecht sind. Genauso wie ich. Nein, bin runtergefallen. Ich bin so dumm! Im Ernst? Ich spectate dich, ja. Nein, shit. Huh! Alter, das gibt's ja nicht. Jetzt. Mama, Alter. Ich will dir nichts sagen, aber der Drache kommt immer näher. Oh! Kannst du nicht verwenden hier, dass du... Ja, nicht darauf! Oh, Drache, komm! Nee, wirklich! So? Ich kann mich hier nicht bewegen, Achtung. Lebst du noch? Ja, nee. Es leben nur noch zwei. Alter, der eine ist schon hier. Ja, die Map ist so schwer. Okay, die ist echt schwer. Ja. Hier unten lädt's bei mir nicht, ach doch. So, wo ist denn das Ende eigentlich? Der schafft es hier echt, der schafft es hier. Alter, Respekt. Alter, wie weit? Wo ist denn das Ende? Ja, hier, bei dem Netertal. Boah, wenn er jetzt verkacken würde, Alter, der würde hier... Warum benutzt er die Axt nicht? Vielleicht hat er alles schon... Nee, hat er nicht. Beim Portal, oder? Ist Ende. Oh, ich schreibe einfach mal GG, weil das habe ich echt noch nie gesehen, dass es einer geschafft hat. Ich auch noch nicht. Alter. Richtig, richtig fetten Respekt, wirklich. Jo. Krass. Das schafft echt nicht jeder. Nee, das habe ich wirklich noch nie gesehen und ich spiele das eigentlich oft. Ich sehe sonst immer, ja, okay, sind halt alle tot, Runde vorbei. Okay, da muss ich aber echt gut in Jump'n'Run sein. Ja. Jetzt kommt die einfache Map. Skylands, jawohl. Jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, weil wir aufgenommen haben. Warte, das ist fertig. Ja, ja. Wie viele Folgen Hexit hast du denn voraufgenommen? Warum? Weil ich mir sicher bin, es sind über 50. Vielleicht. Aber gerendert habe ich vielleicht gerade mal, glaube 25 oder so. Ach, okay. Ist ja kein Problem. Ich habe, glaube in, ich weiß gar nicht, es waren, glaube 4 Tage, habe ich die ganzen Folgen aufgenommen. Alter, wie viele Folgen sind das jetzt insgesamt? Ich glaube 54. 10 Minuten. Und ich habe, glaube noch 6 Stunden zu rendern. Oh. Läuft. Ich weiß nicht, da waren glaube 2 Wochen war halt arbeitsfrei, also waren halt keine Arbeiten angesagt, dann habe ich halt einfach aufgenommen. Eine Aufnahme ging glaube 4,5 Stunden oder so, da hatte ich einfach Bock aufzunehmen. Ja. So, du bist 2 neben mir. So, jetzt bin ich erster hier. Nein. Puh. So. Verkackt. Abverkackt. Ich bin schlecht. Gott. Hier wollte ich die Axt benutzen, aber egal. Hast du die Axt benutzt? Das war doch voll der easy Sprung. Nee, bei dem einen nicht. Oh Gott, ich bin zu weit hinten. Solange ich noch hinter dir bin, ist kein Problem. Ja. Du bist vor mir. Ja, dann bist du echt schlecht. Was soll das jetzt heißen? Benutz die Axt! Warum? Er kommt! Nein! Ey, da ist schon einer tot, der an Platz... Wie geht denn das, da ist schon einer tot, der an Platz 2 ist? Der war auf Platz 2 und solange keiner auf seinen Block kommt, wo er war, hat er auf Platz 2. Ja, aber wie kann das sein, dass der dann schon tot ist?
Weil er runtergefallen ist. Wo ist denn der Erste, bitte? Jetzt ist er wieder Siebter, weil er alle den Block, wo er gestorben ist, schon überholt haben. Ach so. Gut. Das sah grad lustig aus. Ach, der Sprung ist doch nicht schwer. Warte. Also ich muss mal ein bisschen üben, weil ich habe keinen Plan, wo es hingeht. Auch mal. Ich glaube, der Schluss, der ist mega kacke. Oh shit. Also eine Runde geht noch. Ah, jetzt ist aber schon wieder die Hölle. Solo? Dann machen wir noch zwei Runden. Okay. So, ich nehme wieder den... Ich habe keine Ahnung, was der Disruptor ist. Ah, du kannst Blöcke wegdingsen. Ja, aber was bringt es mir? Dass du die anderen hinter dir ausscheiden lassen kannst, indem dort keine Blöcke mehr sind. Ja, aber dafür musst du ja ziemlich weit vorne sein. Das heißt, du darfst am Anfang nicht verkacken und alles. So. Ist ja auch nur für Pros gedacht. Warum glaubst du, kostet das was? Weiß ich nicht. Warten, hast du es dir gekauft? Nö. Gott sei Dank nicht. Warte, wir sind bloß 6 Leute. Ach, die kommen doch. Würde ich einfach sagen, machen wir einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn wir hier genügend sind. Bis gleich. So, jetzt sind wir vollzählig und ja, nach dem Cut geht's einfach weiter. Wir sind einfach ein bisschen hin und her gesprungen, haben ein bisschen gelabert und jetzt geht's los. Jo. Die Triss ist natürlich auch noch dabei. Ja, ich verkacke immer vor den Start. Ich auch. Vor allem finde ich es dumm, dass ich immer in der zweiten Reihe starte. Ach, das ist... Ich bin tot. Du bist tot? Jetzt muss ich mich ganz beruhigen, bevor ich richtig fange zu schreien. Ach, ah, ich sehe nichts. Voll viele überlebt, Alter. Puh. Bist du Letzter? Boah, ich bin Letzter. Nice. Über Death? Tot? Vielleicht. Vielleicht. Ich bin 10. Sehr gut. Jawohl. Lol, da heißt einer Xbox Proern. Was es so immer heißen soll. Ach so. Alter, bei den alten Xboxes gibt es, also bei den Xbox 360ern, kann es passieren, dass auf einmal deine Xbox abstürzt und wenn du sie einschaltest, statt dem roten Button, erscheint nur noch ein roter. Hat mir gerade vorhin Benny erklärt. Ja, aber, hey, warum? Stürzt auf einmal ab und lass dich nie wieder einschalten. Wieso das? Keine Ahnung. Du hast ja Xbox 360, ja? Aber ich habe die neuere Version. Lieblich soll es bei dir nicht mehr passieren. Ach, es gibt eine neue und eine alte Version. Wie viele Updates meistens, wie Speicher und so, das sind ja alles... Ach so. Auch verschiedene Updates, die es nicht gleich von Anfang an gibt. Oder die Halo Edition oder so. Im Ernst, wer hat den Sprung verkackt? Oh Gott. Ja gut, eine Runde geht noch. Jo. Ich höre ab und zu meine Stimme bei dir und die mega verzögert. Bei mir? Ja. Ist mein Headset zu laut? Ja, weil... ich muss ja auch sagen, dass ich jetzt nicht mehr mit Audacity aufnehme, weil das wird mir einfach scheiße anstrengend, die ganze Scheiße dann zu schneiden. Ich nehme einfach alles auf einmal auf, mein Ton, Trissis Ton, passt alles. Deshalb muss ich davor immer fast 20 Minuten Aufnahmetests machen, dass so alles stimmt. Weil wenn wir dazu 6 TTT spielen oder sowas, dann wird es schon ziemlich anstrengend, dass dann alle etwa gleich laut sind. Aber Gott sei Dank kann man ja beim TS die Lautstärke umändern. Er ist da immer voll drauf.
Ihr merkt, bei deinem Intro ist manchmal ist das Intro total laut, da kriege ich fast Ohrenkrebs und dann brauche ich fast ein Hörgerät. Ja, ich stelle es jetzt immer auf nur noch 30% Lautstärke. Das und meine Intro. Stimme auf 100, ja, und meine Stimme auf 180. Höher nicht? Werde ich sie auf 500.000% machen? Ja. Lol, jetzt bin ich ganz links. Wo bist denn du? Ich hab voll den coolen Platz erwischt. Alter, der hätte mich fast runtergehauen. Boah, ich hätte so gelacht. Oh Gott. Oh Gott, der Drache kommt schon. Was? Willst du mich fast? Bist du tot? Ja, bist du. Hey, ich steh gar nicht auf der Liste. Ich hab's wahrscheinlich gar nicht. Achso, ich hab's nicht übers Ziel hinausgeschafft. Über den Start hinausgeschafft. Was? Mann, ich bin so schlecht. Oh Gott. Und dumm gleichzeitig. Nein! Hä, hey, kennst du die Abkürzung nicht? Ich kürze hier immer voll viel ab. Ich kürze die Hälfte ab oder so. Ja gut, würde ich einfach sagen, Trissi 14. Ich habe gar nicht teilgenommen. ja, war ein bisschen fail. Aber ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.